Yo, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich schwör's euch, ich frag gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Wir haben 3 Uhr 31, ja. Bushido, der 31er, der ist auf jeden Fall gerade irgendwas am machen. Auf jeden Fall, Freunde, wir werden heute auf den kleinen Birki reagieren, ja. Mit der Überschrift Tschüss. Kein Plan, was das mal wieder für ein ADS-Move sein soll. Hier vor kurzem hieß es ja auch schon, ich höre auf mit YouTube. Jetzt mal wieder Tschüss, in dem Sinne. Ja genau, ziehen wir das Ganze mal rein, Freunde. Lasst jetzt schon mal ein Like da, bevor das Video beginnt, weil ich meine fucking WhatsApp-Nummer veröffentlichen werde, okay? Oder, wen juckt deine Nummer, la? Und zwar werde ich, wenn dieses Video wirklich 3000 Likes bekommt, werde ich meine fucking WhatsApp-Nummer veröffentlichen und das ist kein Fake. Dazu wird es dann ein Einzelvideo geben. Okay, schauen wir mal, wie viele Likes er schon bekommen hat. Hä, warum hat er die ausgestellt? Vater der Arme. Der hat abgestellt, weil er bestimmt 3000 Dislikes bekommen hat. Schauen wir mal die Kommentare. Und schon wieder macht er sich zum Obst der Woche. Er hat sich auch gefreut und dachte, dass er mit YouTube aufhört. Dachte schon mal im Titel, löscht deinen Kanal. Schade. Die Frage ist, wer will deine Nummer? Alter, der Arme, Alter. Was geht ab, meine lieben Bickets? Ich bin's, Bickett. Heute muss ich auspacken, heute wird einfach ausgepackt. Und zwar kennt ihr vielleicht dieses Format mit den Gerüchten, wo ihr mir halt die Gerüchte stellt, was ihr halt von mir gehört habt. Und dann werde ich antworten. Das hat jeder YouTuber schon gefühlt gemacht. Ich habe es noch nicht gemacht auf meinem Kanal. Also ich habe es noch nicht gemacht, ne? Da habe ich das noch gar nicht gemacht und heute werde ich es machen. Heute werde ich diese ganzen Gerüchte, die ihr mir geschrieben habt, beantworten, ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Und deswegen tschüss mit den ganzen Gerüchten, weil langsam reicht's. Tschüss mit den ganzen fucking Gerüchten. Heute werden wir einen Punkt stellen. Ja, und deswegen habe ich auf Instagram zum allerersten Mal gepostet, welches Gerücht habt ihr über mich gehört? Voilà. Bekir, bevor du so ein Bild machst, geh doch einmal ins Fitnessstudio und trainier doch erstmal ein bisschen. Ja, Freunde, jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Gerücht an, dass du klein bist und ein kleiner Heuchler, habe ich gehört. Okay, also, dass ich klein bin, ich bin 1,70 so, manche sind größer, es ist einfach so, also die meisten sind einfach nur mal größer, aber die durchschnittliche Größe eines Mannes ist einfach nur mal 1,75, okay, ich bin halt klein, okay, kann man nichts machen. Und dass du gehört hast, dass ich ein Heuchler wäre, was bedeutet überhaupt Heuchler? Dass man sich verstellen tut, dass man nicht seine richtigen Gedanken äußert. Manchmal, das gebe ich zu. Alter, da hat auf jeden Fall einer bei Wikipedia eingegeben, Bedeutung von Heuchler. Habe ich mich verstellt auf YouTube, aber im realen Leben tue ich mich nicht verstellen. Ich habe mich natürlich verstellt auf YouTube und das wissen einfach auch nur mal viele. Das ist einfach so. 2017, diese Anfangszeit, habe ich mich verstellt. Das wissen ganz genau ganz viele, Alter. Das stimmt wirklich. Also da habe ich mich wirklich verstellt. Und viele Leute tun sich auf YouTube. Ja, tamam, okay, du hast dich verstellt. Okay, tamam, Alter, reicht schon lange. YouTube verstellen, es ist einfach so. Ich kenne so viele Kanaken-YouTuber, die dann auf YouTube so richtig sich verstellen, weil die Kinder-Community haben. So eine richtige Kinder-Community. Weil die einfach nicht diese Community verlieren wollen. Machen wir mal weiter, dass deine Augenbrauen fake sind. Meine Augenbrauen sind nicht fake. Es ist einfach so. Das denken viele. Ich zeige sie euch hier näher. Das sind normale fucking Haare. Und deswegen bin ich auch einfach hochgekommen. Viele dachten, dass meine Augenbrauen fake sind, aber sie sind nicht fake. Das ist mein fucking Markenzeichen und das weiß ganz YouTube. Also meine Augenbrauen sind nicht fake. Meine Augenbrauen sind nicht angemalt. Aber ich dachte, sein Markenzeichen ist, dass er sich zum Obst der Woche gemacht hat, Alter. Dass er einfach eine Blamage ist, aber wen jucken deine Augenbrauen an? Oder sonstiges. Sie sind einfach real. Dass du Jungfrau bist, ja, ich bin Jungfrau mit 20 Jahren und ich bin auch stolz drauf. Das sage ich vor laufender Kamera. Ich bin einfach nur mal stolz drauf. Ich will nicht diese heftigen Sünden begehen. Wisst ihr, man wird das irgendwann... Wallah, also wenn das stimmt, dann Props, sage ich offen und ehrlich. Mit 20 Jahren, weißt du, schon recht relativ hohes Alter, vor allem in dieser Generation. Man hat viel mit Frauen zu tun. Vor allem dann noch, wenn du YouTuber bist, Reichweite hast, dann ist das alles nicht einfach. Vor allem dann, ja, es ist leicht, sich ein Mädchen klarzumachen und dann eins und eins könnt ihr zusammenziehen. Aber wenn er sagt, er ist Jungfrau, maschallah Respekt, so muss das sein. Also wirklich, da muss ich dem Jungen appellieren. Bereuen, glaub mir, man wird das irgendwann bereuen. Dass du anal mit Anna hattest. Also erstens, ich bin Jungfrau, okay? Zweitens, anal würde ich sowieso niemals durchziehen, auch wenn ich verheiratet bin. Guck mal, wie lange, wie extra, wie leise der redet bei anal, bei dem Thema. Der hat Angst, dass das seine Eltern hört, der Arme. Weil das im Islam richtig strengstens verboten ist, okay? Und drittens, ich hatte noch nie was mit einer Anna. Also ich habe noch nie eine Anna geküsst oder sonstiges. Da muss ich mal wieder sagen, Props an Beck hier, da hat er mal wieder was Gutes gesagt, ne? Im Islam, ne, wenn du verheiratet bist, du kannst mit der Frau machen, was du willst, bis auf
Analverkehr, das ist strengstens verboten. Man sagt ja irgendwie, du bekommst 7 Jahre Hölle, wenn du das einmal machst. Also, das ist einfach nicht dafür gedacht, dass man, ne, da unten was reinschiebt. Also, mach das nicht. Dass du jeden abziehst und viele Freunde hintergangen bist, das nur wegen Geld. Ich schwöre sogar nein, ich habe keinen Freund irgendwie hintergangen, erst recht wegen Geld. Also so etwas habe ich noch nie durchgezogen, abgezogen. Bekir, hör auf zu lügen, deine Moncler-Weste im Hintergrund, deine Jordans, naja, wie werden die denn alle finanziert? Gute Frage. Ja, und ich habe auch so etwas nicht nötig, es ist einfach so. Also sowas habe ich noch nie gemacht. Wenn, dann wurde ich abgezogen, hintergangen. Dass du schwul bist. Diese Frage gibt gar keinen Sinn, weil ich eine Freundin habe. Dass ich Aufmerksamkeit auf YouTube suche. Bekir, sag die Wahrheit. Ist das vielleicht ein Grund, warum du noch Jungfrau bist? Stehst du auch mehr da? Vielleicht Spaß. Ich sag dir jetzt mal, was Fakt ist. Ja, ich suche Aufmerksamkeit auf YouTube. Jeder YouTuber sucht Aufmerksamkeit. Jeder. Ich sag dir mal, wie YouTube läuft. Und ich sag dir auch, warum jeder YouTuber aufmerksamkeitsgeil ist. Wenn ein YouTuber Videos dreht und Klicks bekommt, kriegt er Abonnenten und Geld. Wenn er aber keine Klicks bekommt, kriegt er keine Aufmerksamkeit, kein Geld, nix. Verstehst du? Deshalb dreht man YouTube-Videos, um Aufmerksamkeit zu bekommen plus Geld. Ohne Aufmerksamkeit bekommst du kein Geld. Also alles oder nichts. Es ist einfach so. Dieses YouTube-Leben ist einfach nochmal so. Jeder YouTuber will Aufmerksamkeit. Er will es. Hier schreibt einer, dass dein Penis groß ist. Ja, das stimmt. Das ist kein Gerücht. Das stimmt wirklich. Und ja, aber ich weiß jetzt nicht, von wem du das gehört hast. Dass du Anonymous bist. Also das stimmt wirklich. Ich wollte mich an Halloween... Digga, dreist über... Also... Man müsste auf sowas eigentlich gar nicht antworten, ne? Da kommt mir vorher an mit irgendwie, ja, im Islam ist das und das verboten, dann über sowas zu reden, das ist schon Eib. Aber ich glaube, der hat das extra gemacht. Wie Anonymous einkleiden, also die Maske anziehen, aber dann habe ich halt gemerkt, ich habe schon dieses Gesicht dazu, deswegen brauche ich nicht diese Maske. Aber da schreiben halt wirklich viele, ich sehe halt irgendwie ein bisschen aus wie Anonymous. Ich finde es halt gar nicht schlimm, wenn das welche schreiben. Ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde mich schön, so jeder soll sein Selbstwertgefühl haben. Ich finde mich einfach schön, weißt du? Jeder muss eigentlich Selbstwertgefühl haben. Ich habe keine Komplexe, ich finde mich schön. Ich hoffe, ihr denkt ebenfalls das Gleiche so, dass ihr euch schön findet und von niemandem etwas sagen lässt. So. Es ist einfach so, ihr müsst euch immer selber schön finden. Ich hoffe, ihr denkt wirklich so. Dass du dir in den eigenen Mund gespritzt hast, also Sperma. Nein, das stimmt nicht. Dass dein Bart fake ist. Ich weiß nicht, wie man sowas faken kann. Haartransplantation oder irgendwas. Nein. Also, das, was mir auffällt, Moment. Wenn du das dir hier genau anschaust, der hat auf jeden Fall sein Bart gefärbt. Du siehst ja hier diese Kontur, ne? Diesen Strich. Und hier zum Beispiel, wo die Lücken sind, da ist schwarze Farbe. Ich finde es nicht mal schlimm. Also, man kann sowas machen. Sieht auch gut aus. Besser, wenn der fülliger ist. Aber man sieht auf jeden Fall, dass er gefärbt ist. So sieht auf jeden Fall keine Haartransplantation aus. Das sind fucking normale Haare, wie meine Augenbrauen. Warum denkt jeder, dass meine ganzen Haare fake sind? Das krass, aber der kann es nicht mal zugeben. Das ist krass, Mann. Ich weiß nicht, wünscht ihr euch meine Haare oder... Das ist schon krass, ehrlich. Dass du Leute, die dich auf der Straße erkennen, du sie eingebildet anschaust. Ich schwöre sogar nein. Wenn sie mich ansprechen, ein Bild machen, okay, ich mache ein Bild. Ich talke auch richtig lange mit denen, wenn die ein Bild mit mir machen. So, hey, wie geht's dir, Bruder, alles gut? Wie geht's Familie, dies, das, etc. Aber guck mal, es gibt auch so Momente, ich schwöre, ich bin so jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich bin jetzt essen, wenn man privat isst mit Freunden, Familie oder so. Und dann kommen halt Leute und sprechen dich an, das geht nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, das gehört wirklich zur Privatsphäre, wenn man mal wirklich so draußen ist und dann kommen Leute auf dich zu, dann hat man einfach wirklich keine Zeit. Das ist... Digga, ich frag mich echt, wer den unbedingt beim Essen stören möchte, ne, und tut und dafür ein Bild will, Digga, er hat doch einen Dachschaden. Ist doch mega respektlos, wenn die dich ansprechen, während du halt draußen was isst, im Restaurant bist oder so. Dass du eigentlich sehr schüchtern bist, das bin ich halt wirklich manchmal. Also bei manchen Punkten bin ich wirklich schüchtern, das stimmt halt wirklich. Es gibt wirklich Punkte, wo ich schüchtern bin. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und zwar früher, als ich halt Bahn gefahren bin, saß ich halt mit Kopfhörern, da waren richtig viele Menschen in der Bahn und dann kamen halt so 3 bis 4 Mädels auf mich zu und haben halt nach Bild gefragt. Dann sagte ich halt so richtig schüchtern, lass bitte machen, nachdem ich aussteige. Weil das war mir so peinlich, ich wollte halt kein Bild machen, so neben den ganzen Leuten. Das war mir mega peinlich, wirklich, ehrlich. Da habe ich mich halt wirklich unwohl gefühlt, wirklich. Also bei manchen Punkten bin ich einfach nur mal richtig schüchtern. Dass ich das Video beende, ja, das stimmt auch, mein Lieber. Ja, Freunde, wie gesagt, ich wollte einfach mal Tschüss sagen mit diesen ganzen Gerüchten, die mich abfucken, okay? Ich wollte einfach mal Tschüss sagen und wie gesagt, lasst ein Like da. Bei 3000 Likes werde ich meine fucking WhatsApp-Nummer veröffentlichen. Wenn euch das Video... Ja, ist ja sehr schau, wenn man die Likes abstellt, ne, und das nicht sehen kann. Komischer Bengel, Alter. Wenn gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ja, in dem Sinne, Freunde, das Einzige, was ich noch sagen kann, ist Tschüss.